Der gemeine Widerbock. Ein schöner Käfer, oder? Ja, doch. Mit seinen gelben Markierungen. Man sieht sehr gut die Flügel. Sie werden als Tragfläche benutzt. He? Ja. Die durchsichtigen Flügel dienen zum Antrieb und die anderen, die festen Flügel, als Tragfläche. Er ist etwa 14 mm lang. Also ein Riese. Was geht? 1,5 cm. Ja. Oh. Und die Erwachsenen, die haben gerne Pollen und Nektar. Wie eigentlich viele Käfer, oder? Ja. Das sind natürlich gute Energielieferanten. Ja, sicher, ja. Und die Larven, die leben in trockenen Ästen von Bäumen. So ein Asthaufen. Ja. Und sie brauchen 2 Jahre für die Entwicklung. Und auch sehr schwierig, ein ruhiges Bild zu bekommen. Er selbst rüttelt immer an der Blume. Genau. Eine Weichwanze. Die war klein. Ja. Was ist sie? 4-5 mm? Das weiß ich gar nicht. So etwas. Aber es ist ein Räuber. Ja. Hier hat sie sich eine Blattlaus geholt. Ja. Eine mit Flügel. Und die wird jetzt einfach ausgesaugt. Ja. Schwarz gekleidet, wie ein richtiger Räuber das sein muss, oder? Es ist eigentlich sehr unscheinbar. Das war an einem Waldrand, wo wir sie getroffen haben. Ja, und wieder ein Bläuling. Ja, ein dunkelblauer Bläuling. Dunkelblauer? Brauner, oh, sorry. Das Blau ist auf dem Rücken, he? Ja. Deshalb Bläuling, aber sonst ist er dunkelbraun. Ja, er ist dunkelbraun. Und ja, man kennt das ja. Sie sind recht faul. Irgendwie ist das Leben. Naja, fressen und... Man sieht, unser kleiner Vertrag wird ignoriert, oder? Ich denke, das ist ein Mini-Vertrag, den wir da aufgesetzt haben mit 1000 Seiten und leicht verständlich. Aber er stellt sich dumm, oder? Jetzt sucht er wieder nach der Lücke. Vertragslücke. Das ist eine kleine Lederwanze. Ja. Ja, sie ist etwa so 9 mm. So klein auch nicht. Ja, okay. Aber haarig, hä? Ja. Es gibt 2-3 Arten von Lederwanzen. Und die hat nur so einen schwierigen lateinischen Namen. Viele kleine
feine Härchen. Ja. Sie sollte sich vielleicht früh morgens rasieren. Ja. Sie wurde engagiert. Ja. Hier sieht man es. Sie wurde also von diesem Bläuling, dem Braunen, engagiert, um unsere Klammer zu reinigen. Aber wir haben ihr gesagt, sie kommt dann auf YouTube, und das Resultat war, sie hat sich auf eine Blume gesetzt, oder um sich schön zu präsentieren, um hübsch dazustehen. Und ja. Sehr hübsch. Ja, im Prahler, oder? Ja. Ja, sie gibt ihr Bestes. Aber nur kurz. Mhm. Und hier, das war im Frühling, ne? Ja. Das Rotkehlchen. Und sie hat eine Eichel gefunden. Ja. Sie sind neugierig. Und sie haben auch nicht so viel Angst vor uns Menschen. Ja, wir durften sie eigentlich recht nah filmen. Ja, sie war gar nicht schön. Ja gut, sie war beschäftigt da mit dieser Eichel. Die Eicheln enthalten natürlich viel Fett, oder? Ja, sicher, ja. Und das ist schon nahrhaft für sie. Aber sie haben gerne eigene Reviere. Sie brauchen Platz, sonst fangen sie an zu zanken. Und zwar sowohl das Männchen wie auch das Weibchen. Aber bei uns gibt es ziemlich viele von ihnen, etwa 650.000 Paare. Das war fein. Das war ein großer Bissen. Ne? Ja. Diese Spinne hier, sie hat, glaube ich, Mittagspause, sie hat die Beine verschränkt. Eine Listspinne. Ja. In dieser Position haben wir sie jetzt nur einmal gesehen, die Beine so. Ja, aber sie hat Mittagspause, also das ist, ich denke, gewerkschaftlich so organisiert. Bei ihr ist die Pause vorbei hier. Ja, sie ist am Jagen. Es gibt ganz unterschiedliche in unterschiedlichen Farben. Ja. Man erkennt sie gut an diesem, was ist das, eine Haarsträhne nach vorne. Ja, ja. So pfeilartig auf dem Kopf. Das sind Listspinnen. Und ein dummer Käfer. Da kommt der Nächste. Käfer hat sie nicht gerne. Ich denke, vielleicht ist die Schale zu hart. Man sieht, sie haben keine Angst. He? Nein. Das gibt es nicht. Das ist wieder eine ganz andere Färbung. Ja. Hübsch. Und so sieht man sie häufig mit gestreckten Beinen. Ja. Und hier wieder sehr schön die Haarsträhne nach vorne. Gut frisiert. Ja.
lässig, oder? Mhm. So 60er-Jahre-Stil, glaube ich. Retro. Ja. Und die hier ist auch interessant. Die Männchen bei der Paarung bringen sie dem Weibchen ein Brautgeschenk. Und dieses Männchen hier hat ein Brautgeschenk unter dem Arm, unter dem Bein, und sucht sich jetzt ein Weibchen. Allerdings ist es so, dass nach der Paarung geht das Männchen und klaut das Brautgeschenk wieder, um es bei der nächsten Dame neu zu präsentieren. Also, ich denke, deshalb nennt man sie Listspinne. Wahrscheinlich. So, das war's. Bis später. Bis dann.